Ja, also der Woche, Frau Klöckner. Ich muss jetzt hier echt mal reingehen. Also so wie wir hier reden, wenn ich jetzt Bäckermeister wäre, wenn ich eine Metzgerei hätte oder einen Betrieb hätte, wo sich der Preis verfünffacht hätte. Mhm. Bei mir in der Region ein Betrieb 700.000 Euro im Jahr Energiekosten, nächstes Jahr 2,5 Millionen. Der sagt, der ruft mich an, dem ist das nicht unübersichtlich. Frau Göring-Eckardt sagte, den Bäckern sei es unübersichtlich. Nee, denen ist das nicht ein bisschen unübersichtlich. Die wissen ganz genau, was läuft. Die haben einen ganz genauen Überblick. Mhm. Die melden Insolvenz an. Und das Problem ist doch, dass die Zuschussprogramme der Bundesregierung überhaupt nicht ankommen. Wir haben jetzt erst 78 positiv entschiedene oder Bescheide, dass es einen Zuschuss gibt. Jetzt geht es darum, Ende der Woche, das heißt am Samstag, 1. Oktober, soll die Gasumlage kommen. Wir hatten heute Ausschusssitzungen gehabt, genau zu der Thematik. Diese Regierung ist nicht sprechfähig, sie ist nicht entscheidungsfähig. Und wir haben keine Zeit für so etwas. Wir brauchen Entscheidungen.